Herzlich willkommen zur nächsten Captain Toads Treasure Tracker Episode auf WePlay Games for You. Ich bin so Ivo und wir sind im letzten Level der dritten Episode angekommen. Bingos großes Finale. Ja, mal schauen, was dort so geht. Okay, Toadette braucht Hilfe von uns. Das sieht schon gefährlich aus, das Level. Da wird er wieder irgendwelche Puster-Attacken machen oder Windstöße. Sieht so aus. Okay, dann mal gucken, was uns hier erwartet in dem Level. Macht er da jetzt schon was oder wartet? Er wartet, glaube ich. Okay. Bisschen verrückt, der Gute. Da waren Münzen. Die sollten wir vielleicht einsammeln. So, jetzt müssen wir warten, dass er die Kisten wieder wegschiebt. Auf alle Fälle, damit wir da unten hin können. So. Hier ist ein Goldpilz sogar. Okay. Den haben wir dann erstmal. Ich denke, es wird sich dann hier in dem Level um Münzen wieder drehen, die wir sammeln müssen. Ich weiß nicht, ob das geht, hier auf der Treppe zu verharren. Geht wohl. Okay. Wir sind stark genug, um uns auf der Treppe festzuhalten. Würde ich mal sagen. Oje, oje, da sind Stacheln. Sollten wir auf jeden Fall ankämpfen. Ist hier irgendwie was? Nee. Dann warten wir gerade mal hier, bis er wieder weg ist. Und dann gehen wir zur Treppe. Oder Leiter oder was auch immer. Okay. Ich habe nicht gedacht, dass er mich da auch erwischt. Weil er ja eigentlich eine Stufe höher stand, meiner Meinung nach. Also eine Stufe drunter. Ich habe nicht gedacht, dass das bis nach oben weht, der Spaß. Holy shit, nee. Da habe ich mich ein bisschen getäuscht eben. Wäre ich doch fast gestorben. So ein Kackviech aber auch, ey. Dann machen wir hier einen Zwischenstopp. Machen wir dann einen Zwischenstopp. So, nicht ganz hoch, das haben wir jetzt gelernt. Jetzt, weg damit. Okay, jetzt will er wieder boosten. Aber ich bin rechtzeitig angekommen. Ich denke, da können wir schon hochgehen. Okay, was kann hier passieren? Ach du fuck you. Jetzt bin ich tot. Okay, damit habe ich jetzt nicht so ganz gerechnet, dass die Dinger sich da verschieben. Okay. Interessante Geschichte. Interessante Geschichte. Lass mal hier die Münzen einsammeln. Wieder mal. So ein Schweinepriester, ey. Schnell hier runter. So, jetzt wieder warten. Das ist ein bisschen nerviger. Es ist ja immerhin der Endboss-Level, also da müssen wir uns auch schon ein bisschen, ja, was Schwereres doch gefallen lassen, denke ich. Wäre ja auch schade, wenn nicht. Eigentlich. Der komische Kugelspucker ist auch nicht so begeistert von der... Oh. Und der Action, die der hier macht. Ab auf die dritte Leiter. So, wieder warten. Oh, du Wichser. Das ist nicht so geil. Wobei ich den Kali rausziehen wollte unbedingt.
Gehen wir jetzt nochmal auf die Leiter. Kann uns hier gar kein Risiko machen. Würde ich sagen. So, hier dürfte uns nichts passieren. Gut. Weg mit dir hier hin. Ich denke, können wir auch hochgehen. Denn hier werden wir eh weggeblasen an die Wand. Jetzt gehen wir hier hin. Hier darf uns wieder nichts passieren eigentlich. So, jetzt müssen wir hier runter. Okay, wir müssen hier rüber. Ah, ich verstehe, wir warten jetzt nochmal eine Runde. Dann können wir uns da runter. Gut, und da sollten wir dann einen Zwischenstopp machen, da wo das Ding ist. Denke ich. So, jetzt müssen wir hier hin. Lassen wir uns ruhig mitblasen. So, jetzt warten wir hier. Das wir zurückschieben. Okay, da geht es aber auch nicht weiter. Da müssen wir oben rum, okay. Ich hab's verstanden. Müssen wir das erstmal wieder wegschieben lassen. So, jetzt hier rüber. Jetzt hier hoch. Okay. Ich verstehe es. Nein, 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 nein. Okay, weil ich die blöden... Weil die blöde Kamera sich da in dem Moment gedreht hat und ich die Münzen haben wollte. Ärgerlich. Aber so funktioniert es auf jeden Fall. Da müssen wir uns auf jeden Fall hart Gas geben. Übelstes Hackengas ist da in dem Moment angesagt. So viel ist klar. Wenn wir da oben die Münzen auch noch mitnehmen möchten. Und da wir das möchten, heißt das wie gesagt hart Hackengas. So, dann schieb die mal wieder, danke. So, jetzt mal wieder eine Runde warten. Aber wir kommen ja immer ein bisschen weiter, das ist doch das Gute und Schöne. Vor allem müssen wir diesmal nicht mehr nach unten, weil wir den Dings schon haben. Das ist auch gut, denke ich. Den Kristall meine ich. Finde ich auf jeden Fall auch schon mal nett. Weg mit dir. Kurz warten. So, und hoch da. Eben warten. Das war nicht so gut. Nochmal warten. Hier kann uns nichts passieren. So. So, jetzt müssen wir warten, bis er wieder hier rüber gepustet hat. Die Frage ist, wenn er das da... Okay, ich denke, ich habe eine Idee, wie wir es versuchen sollten. So, jetzt müssen wir hier hin. Jetzt versuchen wir mal hier rüber zu laufen. Okay, da wird man trotz... Nee, es geht, okay. Also genauso wie ich gedacht habe, dass man dann vielleicht nicht so hart gedrückt wird. Wenn da dieses Stück Wändchen da noch dazwischen ist. Okay. Groß werden ist gut, sind nämlich 10 extra Münzen. Wo wieder ein Wassertropfen die Kamera runterläuft, ist ja cool. Okay. Müssen wir mal gucken. Wenn wir jetzt da nicht weitergehen, dürfte uns eigentlich nichts passieren. Okay, dann müssen wir uns dranhängen, denke ich. Ne, das bringt uns nicht so wirklich was, wenn wir uns da dranhängen. Aktuell. In der Situation. Aber wir kommen da auch sonst nicht weiter. Doch, wir können da den großen Stapel können wir holen. Wenn er den nämlich jetzt so ranschiebt. So, dann geht es. Den kleinen Kram können wir auch holen, wenn er es jetzt wieder weggeschoben hat. So ist der Trick nämlich.
Jetzt müssen wir wieder warten. So ist der Trick. So, jetzt müssen wir wieder warten. Jetzt können wir uns hier dranhängen. So, wie das jetzt funktioniert, weiß ich noch nicht. Irgendwann muss ich von oben drauf hüpfen quasi. Aber das ist ganz schön riskant, denke ich. Insgesamt. Deswegen gehe ich jetzt mal hier hin. Das hat geklappt, aber ich weiß nicht, ob das klappt, wenn wir den zweiten da jetzt noch holen müssen. Das müssen wir mal ausprobieren. Ja, ist ganz schön heftig, wenn wir da den Münzstapel haben wollen, aber das sind 5 Stück, denke ich. Und 5 Stück kann am Ende schon entscheidend sein. Wenn man so will. So. Jetzt warten wir gerade nochmal. Oh, jetzt schiebt der da entlang. Das macht ja gar keinen Sinn. Macht er jetzt? Schiebt er da nochmal entlang? Das heißt, wir warten jetzt auf jeden Fall nochmal eine Runde. Weil ich glaube, wenn ich jetzt hier hin hüpfe und dann hier runter hüpfe, müsste ich doch eigentlich sicher sein. Noch eine Runde, genau. So habe ich mir das doch gedacht. So, perfekt. Das lief gut. Das lief genauso wie geplant, auch wenn es eine ganze Weile dauert quasi. Aber es läuft wie geplant, das Ganze. Jetzt kurz warten, raus hier. Jetzt muss ich wieder pusten. Dann müssen wir da wieder hochdackeln. Ich denke, da kann man nicht drauf, oder? Denke ich jetzt einfach mal. So, jetzt müssen wir mal gucken, was er jetzt macht. Der pustet wieder in die Richtung. Da geht es irgendwie rein. Da geht es aber auch ein Durchpustgedöns. Da rechts geht es dann entlang. Wie komme ich denn da hin? Das Ding muss ich bestimmt irgendwie drehen. Genau. Ich sehe das Drehteil schon. Dann gehen wir erstmal hier hin zum Drehteil. Hier dürfte uns nichts passieren. Genau. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Loch dahin drehen, so dass wir da hin können quasi. Wir warten hier noch mal eine Runde. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das warten wir hier drinnen noch. Okay, das ist ein bisschen Grafikkacke gewesen, aber okay, war ich selber dran schuld. So, jetzt können wir die hier holen. Jetzt müssen wir hier hingehen und warten wieder. Nehmen wir erstmal hier hin, holen die hier noch. Kann nämlich nichts passieren. Da sieht es nicht so aus, als ob da irgendwas wäre. Das heißt, da müssen wir nicht hin. Da ist aber was. Wie kriegen wir das hin, dass wir da hinkommen? Okay, ich weiß wie. Jetzt müssen wir jetzt erstmal warten. Jetzt müssen wir wieder hier hin. Jetzt müssen wir den Spaß so drehen, dass da eine Durchlauf, genau, Verpustung ist. Und schnell hier rauf. Jetzt warten wir noch mal eine Runde. Kein Thema. Kein Stress. Kein Risiko eingehen. Alles safe spielen. Und gut ist. So, hoch damit. So, und drauf da. So, was geht denn jetzt hier ab zur Hölle? Ich vermute mal, dass er jetzt eben schon wieder anfangen wird und zeigen wird, wie er pustet. Er pustet also in die Richtung. Okay, wir müssen also da auf dieses erste vorne drauf. Wie kommen wir da drauf? Indem wir da hinten drauf gehen wahrscheinlich. Okay, das macht Sinn. So, jetzt warten wir hier. Hier dürfte uns nichts passieren. Der Kerl sollte eigentlich auch nicht rauskommen, dachte ich zumindest. So.
Da dürfte uns jetzt nichts passieren. Jetzt müssen wir warten, bis er wieder pustet von der anderen Seite. Und wenn ich getroffen werde, ist mir jetzt gerade egal. Das kann ich nicht verhindern. So, jetzt gucken wir uns das erst nochmal an. Ich muss nämlich das jetzt hier rüber schieben, genau. Jetzt warten wir eine ganz kleine Sekunde. Gehen hier hin. Lassen das wieder darüber pusten. Holen den Pilz hier. Dann müssen wir kurz warten, bis er das wieder gepustet hat. Dann müssen wir nämlich irgendwie da auf die Ecke laufen. Hier hin. Ja, ich muss da sogar drauf. Hier hin. Nämlich, um genau zu sein. Müssen wir kurz warten, bis er sich ausgepustet hat und hüpfen dann hier runter. So. Das sieht auch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich denke, wir haben alle Münzen bekommen und wir haben noch groß. Okay, wir hätten 10 mehr haben können dafür, dass wir groß geblieben wären. Das wäre noch drin gewesen, denke ich. Aber das ist ja wohl ein bisschen zu viel verlangt, oder? Das war knapp. Einer hat mich runtergepustet. Der Stinker. Ah, fuck you, ey. Da haben wir ihn schon mal auf den Kopf getroffen, das ist gut. Blitze, nein, nein, Blitz, Blitz, Blitz. Keine Blitze, bitte. Auf den Kopf gefeuert, perfekt. Ich bin klein, das ist nicht gut. Die sind weg, das ist super. Okay, habe ich es schon geschafft, oder was? Oh nein, er gibt mir einen Großpilz, das ist super. Okay, nein, 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 okay, okay, okay. Gut, gut, gut. Oh, ich sehe ihn gar nicht, die Blitze. Das war nicht so gut, aber ich habe ihn erwischt. Das dürfte ihn töten. Oh Mann, wir könnten 20 mehr haben, wenn wir nicht getroffen werden in dem gesamten Level. Ich hoffe, dass sie das nicht von mir verlangen. Ich hoffe, dass sie das nicht von mir verlangen. Sonst wäre ich ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. Aber mal schauen. Ah, ich ziehe dich wieder raus, kein Problem. Ich hoffe, dass sie genau 180 verlangen. Dann wäre ich zufrieden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Yay! Wie sie sich freut, Mann. Super, 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 super. Geil. Dürft ihr euch auch nochmal zusammen freuen, kein Problem. 180. Schwarzer Bildschirm. Oh, es kommt noch ein Abspann. So wie es aussieht. Ich vermute, dass das jetzt das Ende sein wird. Das ist, glaube ich, sogar nochmal derselbe Abspann wie das letzte Mal. Gut, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle auf jeden Fall unseren, unser Fazit. Wer unsere Let's Plays kennt, der weiß das ja, dass ich die, oder wir die immer im Titelscreen oder Abspann immer machen. Was gibt's so zu sagen? Wir haben jetzt 32 Episoden, das sind doch ganz schön viel für so ein kleines Puzzlespiel, muss ich sagen. 3 Episoden finde ich auch lang genug, fand die Level sehr, sehr unterhaltsam. Es kamen immer mal wieder neue Mechaniken dazu. Allerdings muss man halt sagen, dass man auch so ein gewisses Wiederholungen drin hatte mit einem Loren-Level pro Welt und also pro Episode und sowas. Das finde ich jetzt immer ein bisschen negativ eher. Allerdings waren die Level immer neu gemacht, es waren niemals dieselben Level. Und es kamen immer mal wieder neue Gegner dazu, es kamen andere Objectives dazu und auch die Bosskämpfe waren gut gemacht. Dafür, dass das ja so ein kleines Puzzle-Game und Erkundungsgame eher ist, als dass es jetzt ein Jump'n'Run und Kampfspiel oder sowas ist. Und ich finde, das ist mal was anderes gewesen und es war sehr erfrischend und auf jeden Fall hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde euch auf jeden Fall auch nochmal spielen, wenn es einen zweiten Teil davon irgendwann geben sollte.
Und wie gesagt, das kostet 40 Euro. Ich kann es euch nur empfehlen, wer es nicht gespielt hat. Eventuell kriegt man es mittlerweile auch relativ günstig gebraucht. Ich meine, das sind ja doch ein paar Episoden, wer weiß. Und dadurch, dass es jetzt auch nicht zu lange ist, kann es gut sein, dass es auch mal verkauft wird. Das war das Ende. Mal gucken, ob noch was kommt. Also wie gesagt, ich habe kaum Kritikpunkte. Das Gamepad ist gut mit eingebunden. Es gibt diese Puste-Option, es gibt die Klick-Option und so weiter. Das ist nett gemacht. Oh, da kommt Mario auch noch und Co. Schön zum Silvesterfeuerwerk quasi. Passend zur Jahreswende quasi. Ist ja noch nicht so lange her, wenn die Episode erscheint. Oh nein, was haben sie da gemacht? Nicht noch eine Episode, oder? Oder? Also wie gesagt, ich habe kaum Negativpunkte. Bin sehr zufrieden mit dem Spiel gewesen. Das ist, glaube ich, der Start von dem 3D-World-Spiel, oder? Ja, ich glaube, das war der Start für das Super Mario 3D-World-Spiel. Das haben wir ja auch durchgespielt. Ja, das Let's Play ist noch nicht zu Ende, also nicht falsch verstehen. Wir haben ja noch diese Bonus-Level aus dem Super Mario 3D World Spiel. Die werden wir auf jeden Fall noch hinten raushauen, als Bonus-Folgen sozusagen. Aber ich denke, das Hauptspiel ist hiermit beendet, deswegen auch das Fazit. Ich finde zum Beispiel ganz nett, dass die Mario 3D World Spieler quasi noch ein bisschen einen Bonus bekommen, denn das Spiel ist ja letztendlich aus dem 3D World entstanden. Da ist ja der kleine Toad auch in seinen Schatzhäusern unterwegs und so ist das wohl entstanden, dass er jetzt gerade in die 3D Welt reingezogen wird und dann da auf Schatzsuche weiterhin geht. Sehr, sehr cool gemacht. Das Abenteuer geht weiter in Super Mario 3D World. Ja, wie gesagt, das haben wir ja schon durchgespielt. Aber nichtsdestotrotz, 40 Euro ist sehr, 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 sehr fair, muss ich sagen. Wann kriegt man heutzutage noch ein Neuspiel für 40 Euro? Und ja, kann man sich, wie gesagt, nicht beschweren. Wie wir gerade feststellen müssen, sind es doch 220 Münzen. Wie eben schon erwähnt, das Let's Play ist ja noch nicht zu Ende. Das heißt, wir werden die 220 Münzen auf jeden Fall auch noch versuchen zu bekommen. Und auch, dass wir die Bonusfolgen noch machen aus 3D World. Damit verabschiede ich mich aber auch erstmal. Bedanke mich bei allen, die bei dem Let's Play dran geblieben sind und eventuell auch noch dran bleiben. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.